Hallo, es freut mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit mir zu üben. Und ich möchte Sie bitten, alles so zu machen, wie ich es zeige und auch den Anweisungen zu folgen. Wir beginnen mit einer ganz sanften Sequenz, die es Ihnen ermöglicht, nach einem Tag des Sitzens, aber auch nach langem Stehen in der Küche oder in einem anderen Beruf, dass Sie sich erholen können, dass der Körper sich regeneriert. Und dafür beginnen wir. Sie können zu Hause sitzen, einfach auf dem Stuhl sitzen und einen Augenblick zur Ruhe kommen, bevor es losgeht. Und dann beginnen Sie mit einfachen Ausdehnungen. Die Ausdehnung ist besonders wichtig im Üben, weil sie den Körper durchlässig macht. Also wenn Sie sich strecken, ausstrecken, bedeutet das, Sie nehmen hier einen Stuhl. Und wenn Sie unsicher sind, dass der Stuhl vielleicht so wackeln könnte, dann stellen Sie den Stuhl gegen eine Wand. Dieses Asana nennen wir Ardha Uttanasana, es ist eine halbe Ausstreckung. Strecken Sie die Arme weit über die Lehne hinweg und machen Sie Ihre Beine ganz fest. Strecken Sie Ihre Beine, setzen die Fersenknochen fest ein. Lassen Sie den Atem fließen und von hier, um hochzukommen, bringen Sie Ihre Hände auf die Sitzfläche. Bringen das Brustbein noch einmal deutlich nach vorne, nehmen die Hände auf die Hüften, atmen ein und kommen hoch zum Stand. Von hier nehmen Sie Ihre Hände nach oben Richtung Decke und strecken aus in Urdhvastasana. Strecken beide Arme weit nach oben. Achten Sie darauf, ich zeige es Ihnen noch einmal, dass die Kleinfingerseiten einander zugewandt sind. Strecken Sie die Arme weit nach oben aus. Halten Sie das Gewicht auf den Fersenknochen und von hier bewahren Sie die Aufrichtung und Ausstreckung des Körpers und bringen Ihre Arme achtsam wieder nach unten. Von hier nehmen Sie die nächste Streckung auf und beginnen Sie mit Urdhva Badangulyasana. Sie verschränken Ihre Finger ineinander, schließen die Schwimmhäute ganz fest, bringen die Daumenspitzen zusammen, strecken Ihre Handinnenflächen nach außen und einatmen das Gewicht auf den Fersen, strecken Ihre Arme weit nach oben aus. Halten Sie das Brustbein und das Kinn gehoben, ohne den Bauch nach vorne fallen zu lassen. Bringen Sie das Gewicht zurück und im Zweifel üben Sie das mit dem Rücken an der Wand. Von hier nehmen Sie Ihre Arme nach unten, den halben Weg zunächst, schauen nochmal auf die Hände, lösen die Hände, strecken Ihre Arme erneut nach unten aus, um dann auf der zweiten Seite zu üben. Zweite Seite bedeutet, dass die Finger nun so kreuzen und sich so verschränken, dass der andere Zeigefinger nach vorne kommt. Also etwas, was uns im Alltag als ungewöhnlich erscheint. Strecken Sie Ihre Handinnenflächen weg von sich, Gewicht auf den Fersenknochen und einatmend strecken Sie erneut weit nach oben aus. Brustbein und Kinn gehoben, Gewicht auf den Fersenknochen. Machen Sie Ihren Leib lang, erden Sie ihn in den Fersen und heben die Handinnenflächen so weit, wie es Ihnen möglich ist, hoch. Dann bringen Sie Ihre Arme erneut den Halbweg nach unten, lösen die Hände, halten den inneren Raum, strecken Ihre Arme nach unten aus. Das nächste Asana ist Parshvottanasana. Das ist eine Ausstreckung der Flanken. Dafür nehmen Sie Ihre Hände auf die Sitzfläche des Stuhls und bringen nun Ihren rechten Fuß nach vorne, den linken Fuß weit zurück, stellen Ihre Fersen in eine Linie und schauen, dass Ihre Hände den Fuß in der Mitte halten. Also, dass der Fuß nicht zu weit außen ist, sondern genau in der Mitte der Sitzfläche steht. Von hier nun bringen Sie das Brustbein weit nach vorne, strecken gleichzeitig jedoch Ihre Beine zurück. Beide Schienbeine, beide Knie, beide Oberschenkel, beide Leisten und verlängern die Wirbelsäule nach vorne. Augen ruhig und passiv, das Brustbein, das Kinn gehoben. Und wenn es Ihnen möglich ist, weiten Sie die Arme und strecken Ihre Wirbelsäule weiter über dem Bein, tiefer über dem Boden aus. Erneut einatmend die Arme strecken, schließen Sie Ihre Füße und wechseln Sie zur zweiten Seite. Das Bein zurückstrecken, die Fersen in eine Linie bringen, beide Hände fest eingesetzt, den Fuß mittig zur Sitzfläche des Stuhls, drücken Sie Ihre Hände und beginnen beide Beine zu strecken.
Spüren Sie beide Füße fest am Boden geerdet, vor allen Dingen die Fersenknochen, und strecken Ihre Beine weit nach hinten aus. Zunächst wieder konkav, das Brustbein gehoben, das Kinn gehoben. Und dann, wenn es Ihnen möglich ist, halten Sie Ihre Beine kraftvoll zurückgestreckt, beugen und weiten Sie die Ellenbogen und verlängern Sie Ihre Wirbelsäule über dem Bein nach vorne. Einatmend wieder zurückkommen, schließen Sie Ihre Füße und stellen Sie sich in Uttanasana mit den Händen auf der Sitzfläche. Die Hände auf dem Becken, atmen Sie ein, kommen Sie hoch zum Stand. Den inneren Raum bewahren und nehmen Sie vor allen Dingen wahr, dass Ihre Fersen jetzt deutlich mehr Erdung haben, dass der Körper durchaus weiter geöffnet und gestreckt ist, sich insgesamt weiter und länger anfühlt. Augen und Zunge passiv, wenden Sie sich nun dem nächsten Asana zu. Das nächste Asana nennen wir Uttita Marichyasana. Das ist eine sanfte Drehung und dafür öffnen Sie die Beinspreiz und setzen Sie Ihren Fuß auf die Sitzfläche des Stuhls. Setzen Sie Ihre Hand an die Innenseite des Beines, führen Sie den linken Arm hinterm Körper her. Wenn Sie können, greifen Sie den Oberschenkel auf der Innenseite und wenn nicht, setzen Sie Ihre Hand so weit in den Rücken, wie es Ihnen möglich ist. Auch hier, wenn Ihnen das zu wackelig ist, nehmen Sie den Stuhl an die Wand, sodass Sie sich auch an der Wand ausrichten können. Drücken Sie mit dem Handrücken gegen das Bein, richten Sie sich auf und drehen Sie den Brustkorb nach links. Nehmen Sie den Blick mit in die Drehrichtung. Von hier kommen Sie zurück, zunächst den Blick nach vorne, nehmen Sie die Hand auf die Lehne, schließen Sie Ihre Füße und stehen Sie einen Augenblick in Tadasana, der Berghaltung. Von hier wechseln Sie die Seite und üben es auf der anderen Seite. Erneut gleiche Einrichtung, Fuß geht auf die Sitzfläche, Sie nehmen die Wand im Rücken zur Hilfe und schauen nun, dass Ferse und Schienbein in einer senkrechten Linie zueinander stehen. Bringen Sie die Hand, den Handrücken gegen das Knie, den Arm hinterm Körper her, greifen Sie den Oberschenkel, wenn Sie ihn nicht greifen können, setzen Sie die Hand in die Nierengegend oder auf das Becken. Halten Sie. Nehmen Sie den Raum von beiden Füßen nach oben wahr, strecken Sie aus, Brustkorb gehoben und das Kinn gehoben, die Augen passiv, drehen Sie nun, öffnen Sie und drehen Sie den Brustkorb und den Leib insgesamt nach rechts. Halten Sie in den Beinen den Widerstand, sodass der Rumpf sich drehen kann. Lassen Sie in den Beinen nicht los, sondern Füße sind geerdet, dieses Innenknie geht nach außen und der Rumpf dreht. Drehen Sie zurück, die Augen weich und passiv und setzen Sie eine Hand wieder auf die Lehne, um sich zu stabilisieren und kommen Sie zurück zu Tadasana. Das nächste Asana, was ich Ihnen zeigen möchte, ist Bharadvajasana, erneut eine Drehung. Und Sie setzen sich dafür, und ich zeige es hier auf meiner linken Seite, Sie beginnen jedoch nach rechts, sodass Sie zunächst genau sehen können, was ich tue. Die Fersen sind unter den Knien. Sie sitzen, Sie sind geerdet, beide Hände sind auf den Knien, Sie richten sich auf, einatmen, nehmen Sie beide Arme nach oben, öffnen die Achselhöhlen, heben das Kinn erneut und das Brustbein, bleiben geerdet und nun drehen Sie den ganzen Rumpf zur Lehne. Und hier ist es so, wenn Sie nach links drehen, wie ich es jetzt tue, dann ziehe ich mit meiner rechten Hand und die linke Hand stützt, und ich drehe den gesamten Brustkorb so weit, wie es mir möglich ist, zur Lehne des Stuhls. Brust und Kinn gehoben, also nicht einsinken, dann fallen Sie zurück in das Becken. Lernen Sie, sich aus dem Becken rauszuheben und den Leib zu drehen. Mit jeder Einatmung Aufrichtung, mit der Ausatmung drehen Sie weiter. Das heißt, der Zug der Hände ist deutlicher und der Druck der anderen Hand ist genauso deutlich. Dann kommen Sie zurück, drehen Sie den Kopf wieder zurück in die Richtung Ihrer Knie, einatmen, die Arme heben und zurück. Dann die Drehung auf der anderen Seite. Wenden Sie, und ich zeige es jetzt von der Rückseite, schauen Sie gut zu, Fersen, einatmen, dann drehen Sie den Leib
Zur Lehne. Halten Sie den Stuhl. Schauen Sie, dass Sie nicht ausweichen mit dem Gesäß, sondern dass dieses Sitzbein, dieser Gesäßknochen nach vorne drückt. Von Ihrer linken Hand oder meiner linken Hand ziehe ich nun und von der rechten Hand drücke ich. Einatmen, Brustbein heben, Kinn heben, Widerstand im Gesäß und nun den Rumpf und den Brustkorb zur Lehne drehen. Nehmen Sie den Kopf mit in die Drehung und mit der Einatmung machen Sie Raum nach oben, ausatmend ziehen Sie und drücken Sie und kommen dann mit einer Einatmung die Arme hebend zurück. Beide Hände auf den Knien, die Fersen unter den Knien. Sitzen Sie einen Augenblick und sitzen Sie in der Länge des inneren Raums. Spüren Sie die vollkommene Aufrichtung. Halten Ihre Augen und die Augenachse passiv. Lassen den Blick mehr und mehr nach innen gehen. Und aus dieser Position kommen Sie nun zum Liegen. Und dieses Liegen kann für Sie 5 bis 10 Minuten, es können 15 Minuten sein. Und es ist in der Sprache des Yoga ist es Shavasana. Für Sie ist es natürlich eine große Einladung, am Tag, wenn Sie sich müde fühlen, sich nicht ins Bett zu legen, sondern sich stattdessen tatsächlich in Shavasana zu legen. Shavasana, und Sie nehmen Platz auf Mutter Erde, richten sich aus mit Mutter Erde. Damit es Ihnen im Rücken am Anfang besser geht und damit der Rücken sich ausrichten kann, werden Sie es bitte so machen, dass Sie den Stuhl benutzen dafür. Sehr gern können Sie eine Decke für Ihren Kopf nehmen und ziehen die Decke dann auch runter bis in die Schulterbasis hinein, bringen dann Ihre Beine auf die Sitzfläche des Stuhls, rücken Ihr Becken nah genug ran und rollen dann von hier ab. Sie achten darauf, dass das Kreuzbein richtig breit aufliegt, dass der Schulterbereich vom Schulterblatt ausgehend sich mit der Mutter Erde verbindet, die Außenschultern schwer, nehmen Ihre Hände noch einmal, die Fingerspitzen auf die Schultern und von hier öffnen Sie Ihre Arme und drehen Sie Ihre Hände von der Kleinfingerseite zur Zeigefinger-Daumenseite. Entspannen Sie Ihre Finger, lassen Sie ganz natürlich gekrümmt zur mittleren Hand, halten den Blick zunächst zur Decke und schauen, dass Sie nicht runterschauen, sondern den Blick gerade nach oben zur Decke ausrichten. Schließen dann von hier die Augen und nehmen das obere Augenlid über den Augapfel auf das untere Lid. Halten die Lidränder weich und entspannt und geben sich dann vollkommen Mutter Erde hin. Nutzen Sie die Ausatmung, um den Körper loszulassen, vom Becken zunächst loszulassen, dann von den Schultern, den Armen, vom Kopf. Und nehmen Sie dann mehr und mehr Kontakt zum Atem auf. Binden Sie sich vollkommen an den Atem. Der Kopf bleibt mittig. Und ich verkürze es nun für Sie. Sie können Ihre 15 Minuten in dieser Position liegen bleiben, um sich vollkommen zu regenerieren. Um nachher rauszukommen, nehmen Sie bitte als erstes Ihre Hände auf den Leib, halten die Ellenbogen schwer. Mit einer Einatmung öffnen Sie die Augen, heben Sie die Beine vom Stuhl, nehmen den rechten Arm über die Seite hoch und rollen dann von hier ganz weich auf die rechte Seite. Bringen Sie Ihre rechte Schläfe auf den rechten inneren Oberarm und verweilen Sie hier eine Weile, bis Sie sich soweit fühlen, sich hinsetzen zu wollen. Dieses Sitzen passiert so, dass die Hand in den Boden drückt, Sie schauen auf den Boden und kommen über die Seite hochgerollt. Das ist das Ende Ihrer Übungsphase, dieser kleinen Sequenz. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen Zeit, dass Sie sich diesem Üben hingeben und widmen können. Namaste.